Hallo und herzlich willkommen zu der Frage der Woche. Ganz viele Unternehmen produzieren ihre Mode in den Niedriglohnländern. Und heute haben wir Billy für die Passanten dazu befragt, wir bezahlen den Preis für die billige Mode. Es ist ja immer diese Kinderarbeit für den billigen Produkte. Ich finde, das sollte abgeschafft werden. Ja, ich finde das schon schlimm, dass in Indien die Kinder den ganzen Tag arbeiten müssen, dass wir billig einkaufen können. Das ist für mich eigentlich egal. Also, wo ich halt für mich was Passendes finde, da kaufe ich halt. Es wäre wichtig, dass hier produziert wird, aber es geht ja immer mehr zum Ausland. Ich lebe auch so ziemlich umweltbewusst, deswegen achte ich schon drauf, wo meine Mode herkommt. Na gut, das ist Preis der Globalisierung, der Verbraucher bestimmt den Preis, er kauft. Manche Leute sind darauf angewiesen, dass sie eben halt günstig kaufen können. Das muss in Anführungsstrichen jeder selber eigentlich für sich entscheiden. Schön wäre natürlich, wenn Produkte hier in Deutschland gefertigt werden, weil das hier die Arbeit dann auch halten würde und dann entsprechend zur Beschäftigung beitragen würde. Es ist ja nicht schön, wie das da produziert wird, unter welchen Bedingungen die da arbeiten müssen, aber das ist natürlich blöd, aber ich fürchte, da kann man jetzt so wahrscheinlich nichts machen und dadurch, dass es so billig ist, wird da natürlich auch immer viel gekauft, ne? Ich kaufe solche billigen Klamotten nicht und ich weiß auch, wie diese Sachen produziert werden aus diversen Reportagen, die ich dazu schon gesehen habe. Ich gebe lieber ein bisschen mehr Geld aus dafür und habe dann die Hoffnung, dass die Leute ein bisschen besser behandelt werden. Wenn die Großkonzerne vernünftig ihre Supply Chain überprüfen und auch mit den Zulieferern entsprechende Verträge schließen, dass eine Ausbeutung der Arbeitskräfte in Niedriglohnländern nicht stattfinden darf, dann trägt das auch dazu bei, dass wir günstige Mode haben, die aber trotzdem zu fairen Arbeitsbedingungen produziert wurde. Lieber etwas weniger, dafür gut.